In der heutigen Situation mit dem Virus sind Masken sehr wertvoll und viele bezahlen oft zu viel, um sie zu bekommen. Jetzt werden wir herauskriegen, welche Masken zum Schutz vor dem Virus gut und welche praktisch unbrauchbar sind. 95% der Menschen, die Masken tragen, haben so eine einfache Option. Schauen wir uns das genauer an. Unter dem Mikroskop sieht man große Zwischenräume zwischen den Phasen der Maske. So kommt das Aerosol mit dem Virus problemlos durch. Schließlich die Virusmikrotröpfchen so klein sind, dass sie mit Sicherheit nicht gestoppt werden. Schaut mal, was passiert, wenn wir niesen. Und das alles hängt noch lange in der Luft. Aber es ist noch weit nicht das Hauptproblem. Der Hauptnachteil solcher Masken sind die großen Lücken um den Umfang der Maske. Weil die Luft, die wir einatmen, nimmt den leichtesten Weg. Und seid euch sicher, dass die nicht durch die Maske, sondern durch diese Lücken auf der Waden, der Nase und in der Nähe des Kinns geht. Um es zu demonstrieren, wie die Luft strömt, werden wir ein wenig Dampf aus dem Mund pusten. Schaut mal, woher es kommt. Genau wird die Luft eintreten, die wir einatmen. Das heißt definitiv nicht durch die Maske. Ich denke, dass diese Maske kann uns nicht vor dem Virus schützen. Das Einzige, die rettet anderen Menschen vor den großen Spritzen des Niesens, wenn man infiziert ist. Aus diesem Grund lohnt es sich immer noch zu tragen, wenn man absolut nichts anderes hat. Dann haben wir eine Maske dieses Typs. Wir haben nicht die beste Option, aber die Lücken sind nicht mehr so groß. Das nächste Exemplar ist eine steifere Maske mit einem Ausatmenventil. An der Nase hat es einen kleinen Schaumstoff, der um einen besseren Passform dieses Teils im Gesicht sorgt. Wir atmen den Rauch aus und sehen, dass es praktisch keine Lücken gibt. Rauch tritt durch das Ventil aus und nicht um die Maske herum. Es gibt eine kleine Lücke bei den Augen. Das ist aber überhaupt nicht das, was wir zuvor gesehen haben. Ich denke, dass 90% der Luft in diese Maske kommt ausschließlich durch das Filterelement. Die Maske besteht aus mehreren Schichten. Und um eine Probe zu nehmen, nehmen wir ein spezielles Gerät und machen so ein sauberes Loch in die Maske, dass wir sie später zukleben können und weiterverwenden. Wie wir sehen, die Maske besteht aus 4 Schichten. Jeder von denen wahrscheinlich ihre Funktion erfüllt. Diese Schicht ist so dicht, dass selbst das Licht nicht durchscheinen kann. Die Maske hat eine Schutzklasse FFP1, was ehrlich gesagt nicht für 100%igen Schutz gegen das Virus ausreicht. Aber das ist schon besser im Vergleich zu früheren Masken. Und jetzt schauen wir eine Maske mit der Schutzstufe FFP3, die schon mit allen Viren klarkommen kann. Mit so einer Maske hat man wirklich keine Angst, rauszugehen. Entlang des Innenumfangs ist ein Gummiband verlegt, das einen guten Kontakt zum Gesicht geben soll. Versucht solche Masken im Baumarkt oder im Internet zu finden. Sie wird euch Dutzende Einwegfetzen ersetzen, da es wiederverwendbar. Aber nach jedem Gebrauch muss die Maske desinfiziert werden. Und am besten macht das warme und trockene Umgebung, da das Virus bei der Hitze stirbt. Dazu könnt ihr die Maske für halbe Stunde in den Ofen legen und 70 Grad einstellen. Das Virus kann während dieser Zeit nicht mehr als 65 Grad aushalten und stirbt. Oder lasst die Maske einfach 2 Tage lang auf dem Balkon. Vor allem aber nicht in der Sonne, da ultraviolette Strahlen die Struktur des Filters zerstören. Aber die coolste Option, die wahrscheinlich direkten 100%igen Schutz und Passform bietet, sind solche wiederverwendbaren Masken mit Kohlenfiltern. Schaut mal, wie dick sie sind. Sie werden alles herausfiltern. Ein fester Rahmen und weiches Gummi um den Umfang sorgen wahrscheinlich für eine perfekte Passform. Wir haben diese Masken vor wenigen Tagen im Internet gekauft. Versucht sie auch zu finden. Ja, es ist nicht billig, aber sie wird auch später nützlich sein. Aber den Atem zu schützen,
ist dies kein voller Schutz gegen das Virus, da es in unseren Körper durch die Schleimhäute durchdringt und das sind eure Augen. In diesem Fall kann man Brille verwenden. Gewöhnliche Brillen erfüllen diese Aufgaben nicht gut, obwohl es ist auch besser als ohne. Man kann aber solche Brille sehr günstig im Baumarkt kaufen. Er schützt die Augen spürbar besser, da es von allen Seiten schützt. Und noch bessere Option ist eine Schwimmbrille. Wenn sie unterwasserdicht ist, das Virus wird überhaupt keine Chancen haben. Am Ende haben wir diese Konfiguration als idealste für das Überleben bei der Epidemie. Ja, du wirst sehr ungewöhnlich aussehen, du wirst angeschaut von den anderen. Aber in dieser Situation ist dein Aussehen das Letzte, worüber du dir Sorgen machen musst. Denke zuerst an deine Gesundheit und die Gesundheit deiner Familie. Wasche die Hände so oft wie möglich mit Seife und berühre das Gesicht nicht mit den Händen. In diesem Fall hast du minimale Chancen, infiziert zu werden. Pass auf dich auf und teile dieses Video mit Freunden und Verwandten. Es wird für alle nützlich sein.